So, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Try to Fall Asleep in der vierten Nacht, die ja eigentlich erst im Dezember kommen sollte, da sich die Entwickler aber so dachten, oh, jetzt spielt der Tobi das doch gerade so aktiv, den können wir doch jetzt nicht bis Dezember warten lassen. Lasst uns doch jetzt einfach mal eine gesamte Woche ohne Schlaf durcharbeiten, um das Ding rechtzeitig für ihn rauszuklatschen. Ja, okay, so hundertprozentig wird das vermutlich nicht stimmen. Ich versuche mir das eben halt nur selber einzureden, um mein Selbstbewusstsein ein bisschen zu stärken. In Wirklichkeit waren es nämlich 3 Tage gewesen. So Ethan and Daisy are behind it all. I need to contact a station on an outpost to call for help. There's gotta be some long-range radio equipment on this island. Gut, liebe Freunde, nachdem wir in der letzten Folge eine Menge Spaß mit diesen kleinen Saw-Spielchen gehabt hatten, machen wir nun genau dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sollen uns jetzt aber erst einmal auf die Socken zum Watchtower machen, um dort an ein Funkgerät zu gelangen, um natürlich erst einmal Hilfe zu rufen. By the way, muss ich übrigens zugeben, dass ich seit Ende der letzten Folge einfach irgendwie gar nichts mehr raffe. Irgendwie ist da ein Haus explodiert, jetzt heißt es in der Intro-Sequenz, yo, unsere Kollegen stecken da irgendwie hinter. Also, vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder so, aber irgendwie raffe ich einfach gar nichts mehr. Vielleicht habt ihr das ja ein bisschen besser verstanden, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, dann bin ich auch wieder auf dem neuesten Stand, Leute. Ah, guck mal, hier ist doch wieder diese Holiday Stage, ne? Genau, da kann ich mich dran erinnern. Das bedeutet, wenn wir hier die Treppe hochgehen, dann sind wir auch schon direkt beim Watchtower und kommen sogar auch noch an der Bunkertür vorbei, wo ich übrigens sehr stark davon ausgehe, dass es da nämlich heute reingehen wird. Aber ich denke mal, jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ja, it's locked. Das wird jetzt endlich mal wieder so ein bisschen beklemmendere Atmosphäre halt. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich geil. Wobei, wenn ich es mir so recht überlege, das Gruseligste, was ich in diesen Spiel bisher gesehen habe, ist dieser Turm hier. Ich habe da echt Schiss hochzugehen, so. Nicht, weil ich irgendwie Höhenangst hätte, sondern... Was hakelt der sich denn hier so... Hallo? Würdest du bitte... Hallo? Ich komme jetzt hier nicht mehr runter, oder was? Jetzt bewegt... Schaut sich am besten einfach mal die zweite Folge an, liebe Freunde. Verlinke euch die sonst nochmal hier oben, dann könnt ihr euch das Ding nochmal gerne angucken. Ich kriege hier direkt wieder einen Krampf, wenn er hier sich irgendwie festruckelt oder sowas. Ey, das ist ja furchtbar. Hör bitte auf. Darf ich da jetzt rein? Oh, warum auch immer das Ding jetzt plötzlich offen ist, Leute. Well, the long-range radio is here. But some of the parts are burned to shit. Okay, die Teile sind kaputt. Damn it. Durchgebrannt. What do I do now? Das bedeutet wohl? Oh, that might be Mark's radio. John, please listen. It's all over. You don't have to be afraid of us anymore. We aren't going to hurt you. Our main goal is done here. Listen, Daisy and I are both assigned for 2 things here. Eliminate the people who are dangerous to revival and test a drug. That's it. That's the truth. The test drug, that didn't go as planned, of course, but the people who needed to be gone are gone. And you were supposed to be kept alive for later examination. Oh, so all I am to you is a lab rat. John. I witnessed 3 people die right in front of my eyes, and my own life was put at risk. After going through something like that, do you really expect me to trust you? I told Daisy, let's just end Tom in his sleep. But she really insisted on playing that sick, sadistic game instead. Something is clearly wrong with her, John. That's why you mustn't cause any more trouble. Listen, if you'll do anything stupid, or put the company at risk, we'll have no choice but to... Yeah. You'll do this or you'll do that. I'm sick of your lies and games. Good luck, Ethan. Have fun with Daisy. I do hope that my signal can reach someone. Anyone out there. But before I do that, I need to get this radio equipment working first. The underground facility. That's it. This might unlock the pathway to the underground facility. Ja, was für ein Zufall. Also aus irgendeinem Grund, den ich in der letzten Folge so absolut nicht mitbekommen habe, ist es nun tatsächlich so, dass Ethan und Daisy hinter dem Ganzen stecken. Und uns wurde auf jeden Fall so eine Art Testdroge verabreicht, die ursprünglich halt dafür gedacht war, um psychisch Kranke zu heilen. Plotwist hat nicht ganz so funktioniert. Und Ethan und Daisy haben uns halt die ganze Zeit was vorgespielt. Was ich jetzt aber rausgehört habe, ist, dass unsere Kollegen, glaube ich, tatsächlich tot sind, ja. Also es war jetzt keine Halluzination. Die waren, glaube ich, auch irgendwie Opfer von dieser Testdroge halt gewesen und
weiß ich nicht, die haben sie dann irgendwie umbringen lassen. Einfach aus dem Grund, weil die sich, glaube ich, irgendwie zu sehr gequält haben oder sowas. Aber immerhin wissen wir jetzt, was zu tun ist und was jetzt Phase ist. Und ich würde sagen, für uns geht es jetzt ab in den Bunker. Jetzt geht's nämlich erst richtig los. Oh nein, oh nö. Oh, ich will hier nicht runter, Alter. Oh Gott, nein, ganz vorsichtig. Diese Treppen hier, ne? Oh. Erstmal durchatmen, Leute, ey. Ich hab's tatsächlich runtergeschafft. Ich bin noch am Leben. Okay, Leute. Ab in den Bunker, ey. Jetzt wird's intensiv. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Let's go, ey. Nun gut, auf jeden Fall ist es jetzt hier unsere Aufgabe, die Ersatzteile für... Na, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Die Ersatzteile für diesen Radiosender zu finden. Ich meine, die können ja auch nicht irgendwo auf der Insel verteilt rumliegen oder im Labor. Nein, die sind hier natürlich im Bunker, Leute. Da, wo man so eine Sachen eben halt aufbewahrt. Also ganz ehrlich, wenn hier gleich irgendwie so ein nackter Kannibale mir um die Ecke gesprungen kommt, dann habe ich die Feuerwerks aber sowas von schnell in der Hand. Da könnt ihr gar nicht gucken, Leute. Warte mal, das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Das ist doch aus dieser einen Rückblende, aus der ersten Folge, glaube ich, ne? Da mussten wir hier doch irgendwie so langrennen und dann vor irgendwas wieder fliehen. Also... Ich glaube, dem TÜV gefällt das nicht. Oh. Als ob so ein normaler Bunker nicht reichen würde. Nee, wir müssen erstmal so 5 Kilometer im Untergrund arbeiten, Leute. Let's go, ey. Meine normale Menschen würden hier halt einen Aufzug installieren oder sowas. Nee. Wir nehmen einfach mal die am bestmöglichsten rumklappernden Platten, die wir überhaupt auf dem Flohmarkt gefunden haben. Und damit bauen wir uns dann eine Treppe ganz nach unten, du. Ich meine, irgendwo müssen unsere Steuern ja auch versemmelt werden, wenn es nicht mehr in den Berliner Flughafen ist, ne? Eigentlich könnte uns jetzt ja auch gar nichts mehr angreifen, ne? Weil wir wissen jetzt ja ganz genau, es ist ja keine Bedrohung. Wir bilden uns das ja nur ein. Die Tür sieht wichtig aus. Darf ich die aufmachen? The power is out. I should try to restore it somehow. Okay, Leute, lasst uns erstmal ganz kurz hier die Map ein bisschen angucken. Also, wir sind dort. Dann kann ich mir schon mal so einen groben Überblick machen. So kompliziert sieht das ja gar nicht mal aus. Wir müssen jetzt hier Storage Room, Water Room, Suture Cell... Power Room. Wo ist der Power Room? Warte mal, Power Room? Das ist doch grün. So ein helles Grün. Ach, das ist der Power Room. Dieses große, runde Gebilde hier. Okay, da müssen wir nur geradeaus und dann... Ja, okay, das kriege ich hin. So, Power Room. Wir sind schon mal auf der richtigen Spur, liebe Freunde. Ich glaube, man kann es nicht verfehlen. Schönen guten Tag. Ich hätte eher mit so einer kleinen Abstellkammer gerechnet, wo dann halt so ein kleiner Schaltkasten drin ist. Aber liebe Freunde, ey. was kann ich denn hier mal einschalten? Oh mein Gott, ja, wahrscheinlich geht's hier... Was ist denn das da unten? Ist das Lava? Sag mal, wie tief habt ihr denn hier gegraben, so? Die haben ja einfach mal so einen Tunnelbohrer senkrecht installiert und dann habt ihr Luzi, du. Mal sehen, wie tief wir kommen, du. Ich hab eine Wette mit dem Chef laufen. So, da wären wir auch schon. Den hier nochmal und jetzt sollte rein theoretisch... Main Report System online. There we go. Pass auf, und jetzt hören wir plötzlich ein lautes Gebrüllen, das uns klar wird. Oho, jetzt ist hier ein Monster unterwegs, ja? Okay. Was ist das? Quiet. Das ist so 0815 Horror an dieser Stelle wieder. Was haben wir denn hier Schönes? Zufällig schon irgendeins von unseren Teilen, die wir suchen? Oh, hier, guck mal, schon eine Lounge und so. Jetzt ist natürlich die Frage, das Vieh, das hier jetzt rumläuft. Ist das echt oder ist das wieder nur eine Einbildung? Das ist jetzt natürlich die große Frage, ne? Alter, wie riesig ist das denn hier? Och, nö. Wo soll ich denn hier überall suchen? Oh, warte mal. Die Dame. Darf ich ihn eventuell... Ja, gut. Das passiert mir leider öfters in der Damenwelt. Gut, vergessen wir es einfach mal. Ich hab's probiert, liebe Freunde. Wenn die nicht wollen, bitteschön. Selbst Pech gehabt. Doch. Oder besser gesagt, Glück gehabt. Oh, warte mal, da liegt doch was. Yeah, Jackpot, liebe Freunde. Nimm mit, das ist diese Batterie oder sowas. Den ersten Gegenstand hätten wir dann auf jeden Fall schon. Dann lass uns nochmal die restlichen 4 finden, damit wir hier schleunigst wieder raus können, weil ich möchte nicht unbedingt Begegnung mit dem Vieh machen, das jetzt hier scheinbar rumläuft. Oh. Wird das jetzt hier so ein Hide-and-Seek-Game? Oh nee, das muss doch jetzt echt nicht sein. Okay, pass auf, ich versuche erstmal die ganzen Außenwände lang zu laufen und ein bisschen Ausschau zu halten, ob hier irgendwas ist. Irgendwas ist hier schon reingegangen, ne? Sonst wäre die Tür, glaube ich, nicht offen. Jetzt die ganze Zeit diese Geräusche hier, ne? Huh! Wieso denn Follow jetzt so leid? Weshalb? Hä? Okay, warte. Hier ist das nächste Licht. Warte mal, wenn wir das jetzt hier natürlich auch in echt erleben, dann wissen wir doch natürlich schon, was gleich noch passieren wird. Und zwar werden wir hier gleich zum einen durch die Gänge gejagt. Irgendwo müssen wir irgendwelche Türen zuhalten, scheinbar.
Und zum einen haben wir dann nochmal diesen wunderschönen Parcours, den wir dann wahrscheinlich am Ende absolvieren müssen, wo uns das Vieh dann wahrscheinlich hinterherlaufen wird, ne? In dem Sinne macht das natürlich echt Sinn. Okay, das ist dieses komische Kabel. Das hätten wir dann auch schon mal. Gut, wir finden das doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ich dachte, das wird jetzt hier wieder so ein ewig langes Gesuche. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur wieder zurück, ne? Einfach dem Licht wieder folgen. Flee to the exit. Ah, siehste. Das ist nämlich gewesen. Komm schon. Lauf. Ha! Oh, nö. Hier, exit, da. Was da? Haben wir es? Also zumindest bleibt das Spiel abwechslungsreich. So viel kann man ja schon mal sagen. Gut, Leute, dann werde ich hier mal eine weitere Tür suchen. Komm, auf dem Klo. Da ist so 100% was. Komm, du kannst mich nicht verarschen. Da muss so 100% irgendetwas sein. Oh, Leute, das ist jetzt aber hier ein bisschen enttäuschend, du, ganz ehrlich. Also, hier ist noch eine Tür. Dann lass uns mal weitermachen. Ah, hier sind wir. Es reimt sich jetzt alles zusammen. Okay, alles klar, ich verstehe. Close the doors. Da haben wir es wieder. Wo denn? Da. Nein, mach die Tür zu. Hör auf, hier rumzurülpsen. Lass das. Bisher schlagen wir uns eigentlich ganz wacker dafür, dass wir bisher nur ein Stresslevel haben. Da. Ja. Natürlich hat er wieder rot leuchtende Augen, Leute. Die LED-Augen sind wieder am Start. Ey, voll der Untergrund-Rave hier eigentlich. Da kommen wir zu kleinen Partyräumen drin. Ist ja mal richtig geil. Ihr habt Geschmack, Leute. Leute, jetzt hört doch mal auf, das zieht hier doch. Macht die Türen zu. Haben wir's? Wir haben's, okay. Okay, das sind ja alles so kleine einzelne Räume. Ist das ein Leichensack? Das ist ein Leichensack. Ich verstehe, hier haben sie, glaube ich, so ähnlich wie bei Outlast dann so illegale Experimente halt mit dieser Droge durchgeführt. Das war halt bestimmt nicht so ganz legal gewesen, ne? Und die ganzen Leute, die oben im Cottage gelebt haben, die haben sie wahrscheinlich als Versuchsobjekte genauso wie uns halt benutzt, ne? Hier ist noch was. So, das ist wieder so ein komischer Stecker. Sehr schön. Zwei Stück fehlen uns noch. Okay, dann werde ich noch mal kurz ein bisschen weiter schauen. Die Nummer 2. Was ist denn hier drin? Aha, siehst du. Sehr schön. Dann nimm mal mit. Würdest du das mal bitte aufheben? Dankeschön. So, den Transformer. Der verwandelt sich gleich in so ein Optimus Prime, Leute. Das ist das Ende vom Spiel dann. Ein kleines Teil fehlt uns noch und das wird hier irgendwo rumgammeln. Wie lange ist das hier überhaupt schon verlassen, du? Das muss ja schon, also wenn ich mir das jetzt mal so angucke, 5 Jahre mindestens so, würde ich mal schätzen. Sagen wir mal 6 Jahre. Also wirklich gruselig ist es gerade tatsächlich nicht. Ich bin eher so ein bisschen begeistert von dem Gameplay quasi. Also ich habe selten ein Spiel gehabt, das so abwechslungsreich gewesen ist. Mann, hier muss doch irgendwo noch was sein. Guck mal, das ist hier doch ein Lager. Hier ist ein Lager, Leute. Jetzt enttäusch mich hier nicht. Guck mal, da liegt doch was. Diese komische Glühbirne. Jetzt nimm das doch. Oh, musst du immer so auf Mühe, musst du wieder kranig fahren, dass du das auch nehmen darfst. That's the last one. Ja, okay. Time to get the hell out of here. Ich weiß zum Glück noch, wo wir jetzt ungefähr hin müssen. Wir sind ja nicht allzu weit vom Eingang entfernt. Okay, komm, let's go. Raus da. Und jetzt kommt nämlich bestimmt die Szene, wo wir rausrennen müssen. 100%. Komm schon. Ja, sag ich doch. Erreiche das Ende. Es macht alles Sinn. Das Spiel, das ist von vorne bis hinten durchgeplant, Leute. Sehr geil. Komm schon. Der Parcours wird gleich nur schwierig. Wir müssen ihn ja komplett nach oben, ne? Ah, komm schon. Lauf. Huh, ha. Oh mein Gott. Komm schon. Nein, hakel dich nicht fest. Nein. Ah, Mist. Okay. Oh Mann! Alter, ey, das ist nicht dein Ernst. Oh Mann! Ey, das ist nicht dein Scheißernst, Alter! Boah, ist das eine bekiffte Kacke, ey. Wer programmiert denn so einen Rettich? Oh Gott, ich glaube, ich hab's geschafft. War das gerade einfach nur anstrengend und nervig, diese Sequenz hier. Oh, bitte, komm. Lass mich raus. Alter, das war gerade echt furchtbar. Ach, das war Ethan, der uns verfolgt hat. I think. Ach so. You'll be comfortable here. For a nice long time, Ethan. No, please, Tom, you don't understand. You really think I can trust the person who most likely just tried to harm me? Listen, this is not even the main concern now. It's Daisy. There's something seriously wrong with her. She's completely changed. I've heard enough of your lies already.
How many people have to die and suffer in Revival Shadow? This is my only chance to put an end to this. John, we're in the middle of nowhere. The only signal you'll ever receive on that radio will come from Revival. We'll see. Okay, das war gerade die ganze Zeit Evan halt gewesen, der da mit uns da unten war. Also es war nie eine Halluzination gewesen, dass da irgendwas hinter uns herläuft. Das war eben halt nur Evan gewesen, nur wir haben das eben halt durch die Droge anders wahrgenommen, okay. Also Evan ist da erstmal sich hoffentlich vorerst sicher eingesperrt und er meinte halt gerade noch, dass mit Daisy irgendwas nicht stimmen würde. Also wir sollten uns da auf jeden Fall Sorgen machen. So, zurück auf dem Watchtower und nun können wir das Teil wohl endlich reparieren und hoffentlich endlich Hilfe holen. Alright. Allerdings... Let's get this fixed. Denke ich nicht, dass es das schon gewesen sein wird. Now let's see who's out there. This is Pine Tree Island. Does anyone copy? Is anyone out there? Anyone! Please! This is an emergency! Huh? What's this? Okay, es kommt eine Nachricht rein. Emergency transmission was already sent. An evacuation transport is on its way. This radio equipment will self-destruct in 3, 2, was? 1. Was? No. Was? No, 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 no. Nein! Es war Siren Head, Leute, habt ihr es gehört? Plot twist. Shit. Oh. That was my last chance to escape from Revival. What do I do now? You lock up my partner, John. How rude. Oh, this is Daisy. And did you actually try to call for help on that radio? John, I told you the only signal you'd ever get on that radio would be from Revival. Oh, and thank you, Daisy, for letting me out. So you two are teaming up against me. I do admit, you two make a really good team. Honestly. Despite the fact that one of you is trying to turn against the other. Isn't it right, Ethan? What's he talking about? Daisy, let's not waste our time with this. If we want to kill him, we have to do it before they arrive. Daisy? Oh. You didn't have faith in me? That's not true. I... You couldn't handle what was going on. Sie dreht jetzt durch, ne? Something is not right with me? I think you're fine. There's nothing wrong. Daisy, listen. Do you know how it feels when someone betrays you? When someone turns their back against you? Not caring at all for you? All my life, I've been pushed around and used like a doll. It was so hard for me to change. I always lacked self-confidence and strength. But now it's different. I feel like I've broken free from the chains that kept me tied down for so long. For the first time in my life, I feel alive. Daisy, please. Die dreht jetzt komplett durch. Think about this. I'm in charge, you understand me? I fight for myself, and I will not let anyone push me aside ever again. Ever! Those who do stand in my way and let me move. Well, okay, interessant, ey. Also versteht mich jetzt nicht falsch, Freunde, ich finde das Spiel wirklich großartig. Allerdings bin ich auch sehr stark der Meinung, dass dieser ganze Input, und das war wirklich enorm viel gewesen, man hätte viel lieber über die ersten 3 Nächte noch so ein bisschen verteilen können, so. Dass man das Stück für Stück immer wieder aufbaut, Ende jeder Nacht gibt es dann immer so eine kleine Auflösung und dann am Ende kommen wir eben halt da an, was wir auch gerade wirklich gesehen haben, weil das war gerade echt viel zu viel gewesen, fand ich. Außerdem muss man erwähnen, dass im Bunker zusätzlich auch noch haufenweise Zettel rumlagen, die ich euch jetzt einfach mal erspart habe, die wirklich ellenlang gewesen waren und dann irgendwie erklärt wurde, was die da halt genauso für Experimente gemacht haben. Das kommt halt auch noch mit dazu. Also das war total überladen mit Story gewesen. Nun gut, liebe Freunde, an dieser Stelle bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Broadcast together. Euer Tobi Toast.